Es ist wieder soweit. Wir besuchen eine deutsche Meisterschaft. Und dieses Mal im... Shitting Goats. Nee. String Goats. Genau. Und da es mittlerweile die Runde gemacht hat, wie abenteuerlich diese Events sind, konnte sich auch Papa Lukas und seine Gefährten das natürlich nicht entgehen lassen. Jetzt kommt nach vorne. Jetzt geht's los. Bist du ein bisschen nervös? Ich bin hyped. Man sieht's. Ja, die... Oh jawohl, Alter. Warum will ich das nicht auf deiner Cam haben, Alter? Nicht nur der Achselschweiß von Papa Lukas erwies sich als Herausforderung. Ich habe noch ein zweites Shirt mitgenommen. Sondern auch, dass er hier meinen aktuellen Rekord von 91 Kilo brechen sollte. Hoppa! Verschlag! Ab! Der Druck ist jetzt da, Alter. 91 Kilo. 92 hat er schon gehabt. Mein Rekord um 1 Kilo. Somit stand die Mission, mir meinen Titel zurückzuholen. Tatkräftige Unterstützung bekam ich hierbei vom B-Team, wo sich jedoch einer inkompetenter als der andere herausstellen sollte. Also, holt euer Popcorn und gönnt euch diesen völlig durchgeknallten Wettkampf im Herzen Sachsens. Es lohnt sich. The crowd wants, what the crowd wants. Sieht gut aus, ne? So Finley, Papa und Sohn, weißt du. Wir sind in Halle. Salle. Kleine Info, habe ich schon die Schwarzer Mülltonne alles. Hier kommt Finley, Restmüll. Plastik und Papier hier machen das sehr wichtig, ja? Das soll heißen, ich soll dann alles aufräumen. Guck mal, ich werde sehr lieb zu dir, aber normalerweise, wo ich herkomme, in Gambia, wo ich herkomme, ja. Immer die Jungen, wenn wir in Gruppe sind, die Junge da, die sehr jung, mach alles. Wenn ich mit Leon trainiere, wir machen immer so, die Schwarze bringt, räumt die Gewiss ab. Der Schwarze oder der Schwache? Die Schwachter bringt, räumt die Gewiss ab. Ist umgekehrt. Ist umgekehrt. Guten Tag, ich war's, Freunde. Sag mal, Dennis, du warst gerade eine halbe Stunde auf Klo. Was machst du da eigentlich immer? Ich habe mich für euch hübsch gemacht. Meinen Bart raffiniert. Ich habe die Linien wieder sauber gemacht. Chill mal dein Leben. Jetzt bin ich aerodynamisch, aber der Bizeps-Kreis. Ja. Hallöchen, guten Tag. Was hast du jetzt eigentlich so lange auf Toilette gemacht? Ich habe mich schön gemacht für morgen. Es sind immer so lange Business-Sitzungen auf Toilette. Hast du nicht gehört? Nein, eigentlich nichts gehört. Nee. Ich dachte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesmal nicht so vorbereitet rangehe. Ich habe seit Wochen, seit Kanada, immer noch eine leichte Bizepssehnenentzündung rechts. Und das Problem ist, links hat sich dazu entschlossen, auch mitzumachen. Jetzt habe ich an beiden Seiten eine leichte Entzündung. Deutscher Rekord sind 91 Kilo. Von mir. Seit, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren und ich will auf jeden Fall die 91 Kilo brechen. Also ob es jetzt eine 100 ist oder eine 95, ist mir eigentlich egal. Irgendwie sowas. Hey John, nicht da, da arbeite ich. Nicht da. Kannst du irgendwo anders sitzen, bitte? Ich kenne dich wirklich. Low Carb. Bro, I wanna be in front, weil... Moment, Low Carb, aber du hast nicht die Snacks auf der Reise gesehen. Die waren High Carb. Was? Was gab's da für Snacks? Du hast so Ding vorhin diese Haferbowl gegessen. Das ist nicht locker. Ja doch. Haferbowl. Ich hab entschieden, was da reinkommt. Ja, aber Hafer ist trotzdem eine Kohlensäure. Hm? Ja, aber ich habe ganzen Tag nichts gegessen. Nein. Das ist ja okay. Ich meine nur, Kohlenhydrate sind ja nicht gefährlich. Gibt's bei dir noch was zu essen? Ach, ich mache mir jetzt nur noch einen Salat. Einen jämmerlichen Salat, einfach um irgendwas zu essen. Boah. Habt ihr irgendwo große Schüsseln gesehen? Philipp, unser Brain wieder. Wir haben nur die ganz kleine Papation. Da darfst du nicht sitzen. Komm her. Ich hab für meinen Sohn gekocht, weißt du. Aha. Und Isil, wie ist Schule? Was gibt Neues? Scheiße, ist die Schule. Bruder, mein Zwischenzeugnis war so scheiße. Nur 4er, überall außer Geschichte eine 2. Na, das kann nicht sein. Mein Sohn hat alle 4er geschrieben. So was darf nichts, finde ich. Musst du bessere Punkte haben. Hast du was für die Schule gemacht? Ich hab Bausteigner gelernt. Was hast du gelernt? Bausteigner. Nicht mehr lang, bis du den ESN bist. Ja, aber wenn der ESN ist, kommt die Zeit, wo I'm still, weißt du, diese Healing Process. Weißt du, wer da wieder kommt? Senior. Ach, Senior, lass die Senior. In Ruhe. Sie hat einen Freund, habe ich gehört. Und jetzt? Ist es egal? Nein, ist nichts gut. Wenn der Mädchen einen Freund hat, lass sie in Ruhe. Ist besser. Du jagst diese Energy, what you put on jagging somebody,
You bring her to bed, you fuck after all. Ich sag, hä? Diese drei Monate Zeitverschwendung, nur an den Mädchen in Google gucken, was für Worte ich schreibe, jeden Morgen schreiben, Abend telefonieren, das. This boy is a lot of energy and a lot of time. Trust me, it's crazy. In vielen Stelle, ich werde ihm sagen, er ist 16. Er kann nicht sagen, ich werde jetzt suchen meine liebe Partner oder so. Er soll einfach Spaß haben. Durch das kann er Erfahrung sammeln, aber mit Kopf immer Kondom nutzen. Immer. Egal was. Was ist denn dein Body Count? Boah, Bruder, hör auf. Boah. Sag mal. Hey, boah. Das kann ich nicht sagen. Ich bin nicht stolz drauf. Yeah, okay. Hey, boah. Ich bin stolz drauf. Turn down for what? Jeder muss eine Brötchen verdienen. Du musst mich auch irgendwie verstehen. Ich war wild. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. It's crazy, boah. Cool. Hast du dich jetzt eigentlich gezielt darauf vorbereitet? Oder? Nee, gar nicht. Hast du dich denn vorbereitet? Hm? John, hast du dich vorbereitet für morgen? Nein. Gib mal einfach mit. Wendel, hast du dich vorbereitet für morgen? Geil. Dennis, oder bist du dich ebenfalls nicht vorbereitet? Also, man muss dir sagen, ich weiß ja erst seit circa einer Woche, dass wir da überhaupt mitmachen. Hä? Ich habe die Nachrichten in der Gruppe, ja, ja. Weil ich habe auch für die YouTube-Releases keine, bei mir kam das nicht an, alle haben Dennis hat nicht in der Gruppe geantwortet. Ja, ja. Und ich hatte dich blockiert aus irgendeinem Grund, vielleicht lag es daran, aber ich habe dich dann entblockiert. Hast du mich blockiert? Das heißt, ich weiß erst seit einer Woche, dass wir mitmachen. Aber in dieser Woche habe ich alles Erdenkliche getan, damit es besser wird als letztes Mal. Ja, ich wollte uns so richtige Outfits besorgen. Da ich aber erst vor einer Woche erfahren habe, dass wir kommen, war es schwierig, das so kurzfristig zu bekommen. Dann habe ich was bekommen und ich wollte es bedrucken lassen. Aber dann, es kam erst vor zwei Tagen an und ich konnte es dann nicht bedrucken. Und dann habe ich jetzt gestern die ganze Nacht durchgemacht. Alter, das ist echt nicht so spannend. Um das selber zu machen. Oh shit, jetzt bin ich aber mal gespannt. Weil wir können ja nicht als Elite-Club Arcona in irgendwelchen T-Shirts da antreten. Sondern... Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, okay, Moment, das ist für Finn. Ich habe für euch beide XXL bestellt. Junge! Jeden Buchstaben einzeln aufgebügelt. Ey, aber ohne Scheiß, danke für die Arbeit. Ja, aber ihr müsst die auch schon anprobieren, ne? Ja, okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier schön ins Berghain oder was? Geil! Aber auch alle ohne T-Shirt an. Ja, aber das ist hier sind mit Kamalto. In welchem? In welchem Mann, Dennis, hier sind wir kaum du. Das ist der Beste. Voll. Du musst halt, nicht an den Buchstaben rumrupfen. Oh. Ist gefährlich, Alter. Komm, Alter. Philipp, konnte mir guter Geld machen in Diskothek so. Ja. Stell dir mal vor, wir machen so Junggesellenabschied. Hier sind zwei Äpfel oder so, kann ich mir die reinmachen? Die will ich vielleicht noch essen. Scheiße. Ey, viele Mädchen wird dir schreiben heute. Was hast du? Der will Socken, der weiß noch gar nicht, wo die Sand sind. Good morning. Good morning. Yeah, it's what's well, John. You've been reading this? Yeah, yeah. Martin Luther King. I like him, but ich bin mehr Fan of Malcolm X. But he was very radical. Yeah, yeah. Not good. Doch. Yeah, it's the media who make him more radical. Ja, ich bin bereit für den Wettkampf. Ja? Mhm. Denkst du, ich kann gute Dinge machen, Placebo? Aber mehr als Johannes Lukas. Habt ihr mich eigentlich in der Nacht gehört? Ich musste zweimal auf Toilette. Mhm. Ja? Mhm.
Hab ich dir nicht angemerkt, dass du mich gehört hast. Wer hat einen so mies geschnarcht, ey, die Nacht? Na, ich glaube, ich... Wie so eine Kettensäge. Okay, du warst auch John. Nein. Das war mein Rice Pudding, aber ich hab Leons Waage noch nicht. Aber ich wiege jetzt mal einfach vom Euro. Ja, mal los. Guten Morgen, Margot. Weißt du? Boah, das ist best bei 100 Euro. Ist Himbeere dein Lieblingsobst? Ja, ja. Aber Himbeeren schmecken gut. Wie kommt es? Ich weiß nicht, ich kann nichts die andere, die schwarze, wie heißt das? Blaubeeren. I don't like Blaubeeren. Erdbeeren? Was ist Erdbeeren? Strawberry. Strawberry, I like it, but I like it as a juice. Oh. Isoclear Strawberry ist lecker. Aber die Frucht, Banane, mm-mm. Mango wissen wir ja schon. Nein, Mango, John, nein. Kannst du bitte das Messer nicht so? Ja, er ist traumatisiert aus seiner Kindheit, weil er einen Mangobaum hat und musste jeden Tag Mangos essen. Der Arme. Boah, if I even hear the smell from mango, ich kann kotzen. Jetzt machen wir jetzt noch einen Kaffee. In einer halben Stunde fahren wir dann los zur Einlage. Wenn wir die Party gerockt, dann geht's los. Ja, dann die kleinen Süßstoff. Ich muss jetzt ein bisschen Zucker nehmen. Nicht dein Ernst. Oder ich nehme ein bisschen Flavin' Tasty. Aber wir haben keine Milch hier. Kaffee ohne Milch ist für mich ganz schlimm, Mann. Ich brauche da so ein bisschen Milch. So ein Schlückchen Milch jetzt, ey, das wäre richtig geil noch für einen Kaffee. Aber ja, laktosefreie Milch hat schon. Ohne Scheiß jetzt? Wirklich jetzt? Shit, das wird, dafür kriegst du was zurück, das erfreut mich gerade richtig, mein Herz. Natürlich die 3,5% hier. Geil. Alter! Ey, ohne Scheiß, mit dem Black and White Vanilla Flavor Taste ist ja richtig geil. Mach das mal. Okay, wer macht den Navigator? Dennis, du bist der Zuverlässigste. Das hat was zu heißen. Wenn ich hier der Zuverlässigste aber in bin. In der Gruppe der Zuverlässigste zu sein, ist vielleicht auch keine große Ehre. Oh shit, ich habe meine Geldbeutel vergessen. Brauchen wir echt. So wie wir ja? Darüber gesprochen. Wegen Essen, wir kaufen später. Ja, da lang. Sorry, da lang, ja. Von Blumenhalle, da lang. Ich kann nichts reichen ohne Dennis. Ich habe das probiert, das war der schlimmste Tag meines Lebens. I tried to travel alone, aber das war der schlimmste. Wann, wo, wie? When I was in, wo war ich? Ich denke in Vienna oder irgendwo. Bro, du bist aus Gambia alleine hergekommen und jetzt kannst du nicht nach Wien fahren? Ja, aber in Europa hier wegen Google Map oder Tränen. Ja, das war bei die Leute sind schon pumped in Halle. You wanna tell us something about the history of... Ja, aber später denn, ne? Weil wir müssen jetzt, komm, wir müssen voran machen. Markus, er rennt von mir. Ich will deine Hand nicht halten. Ja, run bis Kies. John? Hm? Das ist super. Weißt du noch, letztes Mal eine halbe Stunde, wie hoch es geht. Wie ein Junge drehen. Jetzt kann ich. Ey, Joa. Markus, die letzte Mal, ich habe eine Stunde gebraucht. Ich weiß. So. Aktive bis 120. Genau. Hallo. Oh, ihr habt ja was gemacht. Nee, ich bin über 120. Ja, ja. Ein bisschen schwerer bin ich doch leider. Und zwar habt ihr sofort ins Dings gebracht. Und alle Leute, ich hab dich im Fernsehen gesprochen. Ja, weil der Sohn von der Kammersängerin Carola Nossig. Überall in der Welt rum. Ach, Leonie, das ist der ja. Letzte. Da drinnen ist wie. Ja. Okay. So, jetzt die nächsten. Ratano. Welche Altersklasse? Dennis Ratano, 88. Nee, Gewichtsklasse? Nee, AK1 aktive, ja? Denke ja. Bis 88. Denise hatte ich doch schon mal einen. Potas,
gratuliert werden. Denise Rattan. Vielen Dank. Kammersänger, Nachfolger, Nosek. Ja, das war selbst. Aber wenigstens Allgemeinbildung. Am Sonntag war, da klingelten die Telefone. Ich habe dich in dem Fernsehen gesehen wie Carola Nosek. Aber jetzt sag ich mir, die Carola ist tot. Ja. Okay. Vielleicht doch. Du hast ihr so viel Ärger bereitet, wahrscheinlich. Du machst nicht mit, oder? Doch, ich mach mit. Beide. Du bist über 120. Nein, ich bin nicht 120. Dann sag meinen Namen. John Gomez. Du bist gleich, ja. Na, bis 120. Da drin ist wie. So. Wollen wir uns denn gleich unsere Trikots runterziehen? Ja, runterziehen. Und wiegen muss man nackt oder mit Unterhose? Nee, nackt. Oh. Don, das war ernst gemeint, ne? Ja, ich kann nackt sein, ja? Aber das wird sexuelle Belästigung vor der Frau. Weil sie wird sehen, was sie nie in seinem Leben gesehen hat. Kann ich Strafe bekommen in Deutschland. Ach, du sammelst doch eh welche. Ja? Startgewicht 90 Kilo. Perfekt. So, John, kannst du? Ich bin nur 6,8. Richtig Vatertag bin ich. Das kann nicht sein. John, sagst du mir den Start? Boah. How much do I have to start with? Ja, you should choose how much. John, starten wir mit 50 Kilo. Ja, 50. Okay. Danke. Die Karte gibst du vorne wieder ab. Danke. Das ist meine Karte. Dann auf geht's. Auf. 90,3. Wenn ich auf Toilette war, wenn's. Wie startest du? 55. Dennis. Du brauchst nicht 60 oder 55. Stabil. 87,8. Dein Start? 45. You looking like a male stripper. Aber sexy. Tiger. Kennst du a male, do you know male strippers? Sieht so wie einer. Aber stabil. Hast du dein Ding drunter? Ha, ja, okay. Mit meinem kleinen Ding. Zieht ihr das schon alle so hoch, oder? Nee. Erstmal warten. Also, wir haben hier wieder den Champion vom letzten Mal. Und er hat gerade gesagt, er ist extra gestern nochmal 4 Kilo runtergegangen. Von 120 auf 116, dass wir nicht in der gleichen Klasse starten. Was hat er sich vorgenommen? Zum Anfang, erste Sätze wird 83. Oh. Komma, 5. Sehr gut. Das ist erste Probe, ja? Und was ist vor, angepeilt? Angeplant, meinst ja. Du? Сіки ви запланували взяти взагалі? Не знаю, тут інша штанга, інший гриф. На Арнольді зробив 100 з допінг-контролем, скажи. Also, hier haben wir andere Griff, andere Stange. In Arnold hat 100 Kilo gemacht mit Doping-Control. Das war mir gebogen. Rav 100. Federation Rav 100. Ja, ja. Okay, wir können mit der ganz normalen SZ und bei der Arnold hat er mit der etwas mehr gebogenen, fast ein super SZ gecurlt. Hatten wir die gleiche Debatte beim letzten Mal. Ist etwas leichter, aber trotzdem stramme Leistung. Leonidas hat noch eine Frage. Mit welchem Gewicht wirst du anfangen? Wahrscheinlich 92 Kilo. 92, na pewno schon. Nur normal. Ah! Hallo Jungs. Na? Alles gut? Leon, ich hoffe bei dir. Bei mir ist immer alles gut. Und bei deinen Jungs alles gut. Hi. Grüße dich. Hi. Grüße dich. Auch dabei. Ja. Johnny. Servus, Sally. Wieder gesund alles? Ja, jetzt wieder gesund. Das freut mich. Ja. Deine Karte? Finley. Und wo bist du her? Verein. Wie heißt du nochmal? Arcono? Ja, nee, Elite Club Arcona. Kannst du uns ganz kurz nochmal die Ausführung demonstrieren? So, wie gesagt, ihr seht es hier maximal. Die Linie ist der maximalste Platz. Schulterbreit, Arsch, Rücken an der Wand. Der Kopf muss nicht ran, er muss aufrecht sein. So, dann Kommando abwarten, ausgestreckten Arm. Ihr dürft anpumpen. Ablegen. Das ist für meinen Sohn. Ah, okay, okay. So, so wie du immer unterschreibst, Autogramm. Ja, aber ich schreibe immer meinen Namen, Schwarzwald John. Mache. Yeah.
Wer darf noch unterschreiben von uns? Ja, Psychophil hier, der hat dich rot gleich. Ich bin völlig ganz unrelevant geworden. Jan Halle kennt man nicht noch. Da bist du auch nicht bei der Bundeswehr gewesen. Doch, ich war bei den Fallschirmjägern, aber ich hatte noch zwei Wochen. Die sind dann immer auf den Kopf gefallen. Ja. Wie Gewichtsklasse bin ich? So, jetzt warst du Gewichtsklasse bis 90, 2. Schüler müsstest du machen 69,5, also 70. Ja, das wird schwer. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das gleich mal zusammen trainieren. Du musst dich auf Vordermann bringen. Ich taug nichts mehr im Leben. Und dann ein Falli. Ein Falli. Ja, wie gesagt, ich hatte gar. Also ich hätte Feldwebellaufbahn machen müssen, aber dann habe ich halt, weil ich ein bisschen zu kreativ für die Bundeswehr, habe ich halt einfach gemerkt. Als kreativ für die Bundeswehr. Dann habe ich noch schnell aufgehört, bevor mein Arsch da gefangen wäre. HG oder OG, OG oder HG oder SG oder OG, OSG. Also ich war bei der DSO irgendwo. Da. Na, hast du 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe so schnell wie möglich aufgehört. Ich habe dann die Truppe da gesehen und wollte einfach nur gehen. Also dann bist du ja ein Wehruntauglicher. Ja, aber ich war T1. Das ist beachtlich. Ja, als junger Mann. Bist du dann auch wieder mit dabei? Ich bin auch als Rentner dabei, als Rentier. Ich habe nichts kaputt, kein Knie kaputt, gar nichts kaputt. Kein Rücken kaputt. Aber wenn du diese riesen Brocken, ich habe mit 45 noch 220 Bankdrücken gemacht. Krank. Ich habe, als junger Mann dann, ja, da war ja noch verhältnismäßig jung. Ja, aber 45. Ich kenne keinen 45-Jährigen, der 220 drückt. So. Das war mein Großer. Wir waren in einer Mannschaft. Mhm. Schön mit der Mordex-Pumperhose hier noch am Start. Immer, die ertrage ich schon ist mein das Leben. Die gleiche? Ja, nee, das ist ein anderer. Also, okay. Die werden ab und zu mal gewechselt. So, und gibt's mal neue. Das ist das, wenn du Kniebeuge machst, gehen die kaputt. Ja. Die anderen reißen irgendwann mal aus allen Nähten. Und die haben Synthetik mit drin. Ja, hier. Siehst du mich als Rennfahrer? Ich bin ja Autorennen gefahren, Porsche. Ja, 150 Porsche Rennen. Du bist auch schon ein bisschen älter, das Bild, oder? Ja, ja, da war ich jung. Ich habe alles gemacht früher. Das sind die Porsche-Pokale. Ne? Okay. Ja, Saisonfinale, Rennen 1, Nürburgring. Das war meins, das habe ich 20 Jahre gemacht. Das war Ende meiner Karriere. Ganz schöner Popper. Ja, ja. Der Style, die Hose und das Trägershirt. Ja, ja. Das war damals so? Ja, ich weiß, das war. Das ist jetzt 98. Zeit, ne? Ja. 98? 98. Weißt du, was 98 war? Ja, da warst du noch nicht auf der Welt. Da bin ich geboren. Hallo, aus Johann Amjas. Siehst du mich noch? Ey! Bist du ein bisschen nervös? Ich bin hyped. Man sieht's. Ja, die. Oh jawohl, Alter. Das ist die, warum will ich das nicht auf deiner Cam haben, Alter? Ohne Witz. Sag mal, machst du auch mit? Ich wurde überredet. Oh, geil. Das ist denn geil, Alter. Das ist doch super. 15 Kilo weniger als PR. Dein Strampler war ja wieder so. War gut, geil, Alter. Cool, du bist halt einfach ein Profi. Das war Photoshop. Das war Photoshop, ja. Ganz sicher. Vorher, 5 Wochen vorher schon geplant und bestellt. Um ehrlich zu sein. Hier, Kollege. Ganz anders, ne? Kenn ich aus dem Video, Alter. Kenn ich. Ich habe jetzt einfach wirklich Hunger. Weil die nächste Mahlzeit steht schon aus. Gibt es wahrscheinlich bei mir dann danach. Aber um den Hunger erstmal noch ein bisschen zu drücken, ganz kurz einen Shake. 60 Gramm Leon Cyril. Ich glaube, das ist auch eines der beliebtesten Designerways. Also mit Cinnamon Cyril sind das jetzt beides die absoluten Topseller, die wir bei Essen haben. Und Leute, denkt dran, wenn ihr noch die richtigen Subs braucht, dann greift am besten jetzt zu. Aktuell gibt es 20% auf das gesamte ESN-Sortiment. Also jetzt ist der beste Zeitpunkt, um zuzugreifen. Und ich wünsche allen dabei auch mir viel Erfolg bei diesen Wettkämpfen und ich bitte Sie, sich zu erheben. Zur Eröffnung erklingt die deutsche Nationalhymne.
jetzt ganz kurz große Aufmerksamkeit. Was ich im Internet sehe, der WhatsApp sehe, überall. Es gibt so viele Arten von Strickgürtel. Aber zu 90% sind es nicht die richtigen. Strikt, sagt der Name schon, eine strikte Ausführung. Wolfgang Köhler, Münster Champion. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive, you're behind the steering wheel. Machst du und willst du da, wenn er sagt, ach, dann machst du ab. Wir sind in Jute Club Arcona und wir reißen jetzt ab. Start. Ab. Ja. Absignal, Mann. Mach mal doch mal. Muss warten, bis das Absignal kommt. Du musst immer auf die Signale hören von den Kampfrichtern. Ja, mach doch gleich mehr, Dirk. Mach. Ja, mach 40. Ab. Ab. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und yeah! Und jetzt aber du, finde die Zahl. Ampeln, du machst das Ding. Start! Easy! Easy. Jawohl! Wertung! Knackiger zweiter Platz. Stabiles Ding, ja. Du hättest auch einen ersten packen können. Ja. Darf ich deine Mama anrufen und sag, du hast zweiter Platz? Nein, das ist schon mal meine Mama gesehen. Ja, zu einer Blondine. Ja, genau. Ja, wirklich schön. Da würde ich einen Dirk gehen. Stabil, Johannes Lukas. Quarter-Tor. So, Alex Kahn. Wow, stabil. Yes, Johannes. Hast du im Zweifel nochmal ein Wechselshirt mit? Ich habe nochmal ein Wechselshirt. Falls sich meine Flecke stören. Nee, ich agiere in deinem Interesse. In meinem Interesse? Ja. Ich glaube, den Zuschauern ist egal, ob ich einen Schweißfleck habe. Ich habe noch ein zweites Shirt mitgenommen. Jetzt sieht man keine Schweißflecken mehr. Siehst du? Ohne Scheiß, ich bin wirklich gespannt auf die Universe nachher. Es wird so episch, Alter. Ich bin mal gespannt, wie dieses Publikum abgeht. Wahrscheinlich traut sich keiner was zu sagen, weil das Feeling ist so. So irre. Aber erstmal zeigst du, was du kannst. Ja, gut, ich. Leider kann ich nicht meine PS auf die Strecke bringen. Jetzt Johannes! Machst du? Ja, ja, sicher. War solide. Was war das jetzt? 67 oder 70? 70. Yay, Johannes! 92 Kilo für meinen stärksten Kontrahenten heute, der Ukrainer, der Igor. Der ist jetzt dran mit seinem, ich glaube, zweiten Versuch. Das heißt, es ist jetzt versucht, den deutschen Rekord zu brechen. Stopp! Darf ich mal festhalten, du bist aktuell geschlagen in deinem Rekord? Das stimmt, ja, tatsächlich. Also er hat jetzt auf jeden Fall den deutschen Rekord gebrochen. Und eine starke Leistung. Ich starte ja auch mit 90 Kilo, sogar 2 Kilo noch runter. Ich muss mich noch beweisen. Nein. Katastrophe. Aber eben ging's. Ja, das war noch 10 Kilo weniger, Alter. Nein, ich habe hier eben 70 Kilo gemacht. Nein, auf keinen Fall. Aber das war kacke. Der Arsch war vorne, da war ja nichts. Warte, ich mach gleich noch. Steig bis in die. Wie viel hast du jetzt als Startgewicht genau? 70. Digga! Nein, Mann. Alter, ich hab mich schon gewundert, er vorhin so. Ich hab euch gesagt, starte defensiv. Du willst ja nicht mit einem Versuch einsteigen, der hart an der Grenze ist. Starte lieber mit einem soliden 65 wäre auch fast schon schwer. Digga, mach doch einfach 60 Kilo, Alter.
muss ich ehrlich sagen. Das ist aber nicht leicht dann. Ja, nee, warte mal ab, lass mal. Komm mal, sein ZNS, lass mal ein bisschen. Ja, der Druck ist jetzt da, Alter. 92 Kilo hat er frei gemacht, ne? 92 hat er schon gemacht? Mein Rekord um 1 Kilo gekommen. Eieiei. Aber ist doch geil. Ja, total, aber total, wenn er Druck total hat, dann bin ich gut. Stift. Dann geht ihm der Stift. Nee, dann kann ich. Aber dann bist du gut. Dann bist du gut. Das stimmt. Du bist eigentlich immer gut, aber mit Druck ist. Das ist ja kein Paul. Man muss ja nur einmal hochhalten können. Schnell und. Ich muss nicht dauern, aber das ist, Foto ist für meine Frau. Das ist nicht für Social Media. Du, für die Umstände, I'm happy. Ah, it's less. It's a good weight for a small woman. It's just 70. Come on, it's just 70. You do this with one arm. Noch Deutsch. Achso, gut. Nur Deutsch, das war gar nicht. 120 Kilo plus. Ja, hab ich gemacht. Ich werde mit ihm zusammen zu Seven vs. Wild gehen. Wir uns anmelden und bewerben. Was ist das? Was ist das? Also, Seven vs. Wild. Und dann das Duo zusammen. Wir beide. Das kann ich mir gut, das fühle ich. Was ist Seven vs. Wild? Ich weiß nicht, Sieben vs. Wild. Das ist so. Das ist, wild, okay. Wo ist das? Was sollen wir machen? Das ist in Afrika. Können wir auch in Afrika machen? Das ist dann die vierte Staffel. Machen wir zusammen. Machen wir unser eines Ding. Ja, Survival Camp. Ja. Können wir machen. Du bist denn, Alter, Johannes, du bist so süß, wie du immer dazu kommst, wenn die Kamera an ist. Kommst du ohne Kamera nicht? Wie so oft, wenn die Kamera an ist. Oh. Nee, Alter. 62,5 Kilo. Alright. Wir rufen auf, Dennis Ratado, 57,5 Kilo. Stopp. Ab. Wertung. 2:1 ungültig. Ich bin ganz am Ende mit der Hüfte von der Wand abgekommen. Ich Vollidiot. Philipp, so, ja. Ja, Handbein, Arm lang. Ab. Mach mir noch eine Kacke, Alter. Ab. Meine Fresse. Wertung. 2:1 ungültig. Du hast direkt Schwung geholt, du bist im Oberkörper nach vorne gekommen. Gut gemacht. Dein Gehirn will jetzt automatisch, weil es schwer ist, schon nach vorne kommen. Aber diesen Puls musst du ausschalten. Du musst bitte. Aber es ist sehr gut. Ja, wir gehen jetzt in die Runde mit Arthur Kurzulowski, 57 Kilo. Läuft bei dir, Johannes. Philipp Dossek, 62,5 Kilo. Start! Go, come on! Den hast du. Scheiße, na, ab. Wertung. Leider ungültig. Aber drei Wiffer bei der Arbeit. Wir bleiben bei 62,5 Kilo für Dennis Ratado. Es ist halt einfach scheiße schwer und du versuchst dir die Übung leichter zu machen, weil es so schwer ist. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht packen. Start! Komm! Ja, hast du einen! Ja! Weiter! Ab! Wertung! Dieser Versuch ist genau dasselbe. Ich erkläre dir ganz kurz, machst du den Grünen? Er geht auf 63,5 Kilo für Fabian Tracht. Ich bin sehr stolz. Ja, drei rote Fußball. Ich habe jetzt 77 Kilo drauf. Ich steigere mich jetzt relativ langsam. Das heißt,
77, 78. Dann werde ich nochmal 85 machen und dann starte ich mit 90 Kilo. Das war gut. 77. Gut, es waren ja schon 77. ja, 85. Der ist gut. Willst du nicht mal jetzt ein bisschen was machen? Oder? Ja. Ja, okay. John! Hm? Arme gestreckt. Start. Down. Ja, easy. Das ist ja noch Aufwärmgewicht. Erster Versuch, John Gomez. 60 Kilo. Ey, ich muss. Alles auf 9er, ja. Start! Ab! Wertung! Dieser Versuch wird 2 zu 1 gegeben. Hufte! Echt jetzt? Scheiße! Wir steigern das Gewicht auf 75 Kilo. Echt jetzt? Ich hab nicht gewusst. Für Patrick wird's. Fast nochmal 60. Nein, ich mach 65. Alles klar, danke schön. Wir steigern auf 90 Kilo für den ersten Versuch von Leonidas Arcona. Vollgas. Vollgas. Wow. Start. Ab. Wertung. Wir versuchen, noch mit 13 Minuten zu spielen. Leonidas, was möchtest du? Ich bin auf 93 gegangen, um den Rekord erstmal zu sichern. John Gomez. What do you want? Natürlich, das wollen wir sehen. John Gomez. Start. Ab. Wertung. 3 zu 0. Who's the man, hä? Huh? 70 Kilo. Letzter Versuch jetzt. Ja. 70. 73. Okay, das ist gut. Willst du doch höher gehen? Ja. Auf wie viel? 77. Leonidas. Bitte umrufen. Start! Ja! Jawoll! Wertung! Kindergeburtstag! Was mach ich jetzt? 100, mach die 100! 100? 100! Naja, wie du willst, aber den Rekord hast du jetzt! 97! 97 satt? Ja, 100, komm mal 100. 100, so geht es. The crowd wants, but the crowd wants. Für John Gomez. John. Der wird jetzt sogar ein bisschen anstrengend. Ein bisschen schwer. Start. Ich hab nichts dagegen verstanden, deswegen. Wir steigen auf 82,5 Kilo für Patrick Wirtz. Alter.
Scheiße, Mann! Ah. Und wir wollen noch etwas ruhig. Ja, ich hab mich verstanden. Ihr seid Kinder. Oh, Jesus, mein. Das war easy. Ja. Ich habe das Gefühl, das war easy. 83,5 Kilo für Patrick Lutz. Das war easy, habe ich Gefühl, Mann. Warum hast du nicht gestartet? Hä? Warum hast du nicht hochgehoben? Ich meine, mein Knie war nicht so. So, jetzt geht's los. Wir bereiten uns vor auf Leonidas Arkona mit 100 Kilo. Komm. Ach, mein Partner. Stopp! Ja, Wertung! Der Rekord, der steht für die nächsten Jahre, ich sag's euch. Es sei denn, er kommt wieder und bricht ihn nochmal. Eine schöne glatte 100 ist geil. Ja, das schafft es. Absolut geil. Ich dachte, so ein 50-50-Ding, man kann es immer schon so ungefähr einschätzen, wenn man die Hantel hat, ne? Aber ich muss dir kurz was erzählen, ne? In diesem Moment, wo ich so, das habe ich ganz selten. So dieses Feuer, wo du weißt, du hast einmal die Chance. Und du musst diese Chance umsetzen, weil du hast nicht morgen nochmal die Chance, es zu machen. Du kannst es im Training 10.000 Mal machen, aber du hast einmal die Chance, diesen Rekord wirklich jetzt so zu setzen. Und ich hatte so ein Gefühl, fast noch nie, wo ich so gedacht habe, geil, Alter. Ich kann gerade irgendwie die ganze Welt bewegen. Das ist, war ein ganz komisches Gefühl, ne? Ihn, Alter, bist am Zittern. Junge! Ja, ich bin schon am Zittern, Alter. Jetzt ist so der Strom. Die Atmosphäre in dem Raum. Du hast schon eine Stecknadelfalle. Nicht, es war... Ich hab tot den Stellen. Das ist so geil. Hast du geliebt, oder? Voll, voll. Hast du geliebt? Ich hab's... Ich kann das Gefühl... Ich hatte das Gefühl, glaube ich, noch nie, als ich gerade jetzt für 100 Kilo... Wir haben jetzt eigentlich alles. Und den Rest sprechen wir ab. Da musst du halt mal ans Telefon gehen zur Ausnahme. Eine gute Heimfahrt. Und wenn das ist, musst du nicht alles machen. Ja, Du kannst dich jederzeit anrufen, Alter. Ich weiß. Ja, aber die Frage ist, ob er das will, Johannes. Ja, das ist nicht mal wert. Deswegen, ich nerv ihn ja nicht. Ich meine, ich hab dich ja schon blockiert.